Schönen guten Abend, liebes Publikum, und ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge After Hour, die Late Night Show mit Larissa Schütz. Das bin ich. Ich sorge ab jetzt um diese Uhrzeit für Ihre gute Unterhaltung, denn um diese Uhrzeit in der Nacht kann man wirklich einiges Besseres machen, als nur versuchen einzuschlafen. In Zukunft bespaße ich Sie hier mit tollen Studiogästen, mit aktueller Musik und allem, was Salzburg und die Welt im Endeffekt so bewegt. Late Night Show, das haben wir nicht etwa neu erfunden, nur in Salzburg gab es es bisher noch nicht. Und das war für mich so der Anlass, dass ich mal auf die Straße gehe und sage, wollen die Leute das überhaupt? Ich habe nachgefragt, braucht Salzburg eine Late Night Show? Und die Leute haben das gemeint. Mit wem? Mit Schmidt oder? Ah, Schmidt, ja, der ist ein bisschen zu alt. Ja, ich mache das jetzt. Wirklich? Ja. Da schau ich regelmäßig. Hallo, was sagen Sie denn, dass Salzburg eine neue Late-Night-Show bekommt? Ich habe noch nichts davon gehört. Sie haben noch nichts davon gehört, das ist aber schade. Schauen Sie gern Fernsehen nachts? Ich schaue nur Fußball. Eigentlich schlafe ich doch ganz gern. Ach so, ja, aber wenn der Fernseher doch mal läuft, man kann ja nicht immer schlafen. Ist das was Sie interessiert, so 22 Uhr nachts? Nein, eigentlich weniger. Servus, was sagt denn ihr, dass Salzburg eine Late-Night-Show bekommt? Aber es wäre schön, wenn ich in deinem Wohnzimmer wäre, oder? Glaube ich nicht. Ui, geil. Wieso nicht? Sie ziemlich wurscht, wenn ich nicht Fernsehen schaue. Okay, wenn Sie doch mal Fernsehen schauen in der Nacht, was würden Sie denn gern sehen? Kultursender. Kultur haben wir auch im Programm. Theater, Opern, Übertragungen und dann auch viele Dokumentationen. Der Rhein von oben habe ich vor kurzem gesehen. Es war wunderschön von der Mündung bis zur Quelle, von der Quelle bis zur Mündung. Also wenn wir hier die Salzach von oben zeigen würden, das würden Sie anschauen? Das würde mich schon interessieren, ja. Wir haben gerade einen Tipp bekommen, wir sollen die Salzach von oben zeigen. Würde Sie das interessieren, nachts um 22 Uhr? Salzach von oben? Ja, der Mann hat gesagt, das wäre sowas, was man sich nachts anschaut. Wieso steigen Sie mit einem Ballon auf und fotografieren Sie? Ich im Ballon? Ja, das wäre eine tolle Sache, oder? Der Herr will mich im Ballon sehen, also noch eine Idee, danke. Where do you come from? Colorado. Wow, you're from the land of late night shows. You know Letterman? Sure. You like him? He's gone. He's retired. Yeah, that's because I am the new late night lady. Eine bitte was? Eine late night show. Eine late night show? Ja, what? So wie Fettberg. Auf FS1. Auf FS1. Ja, das ist nicht schlecht. Would you like to watch Austrian late night shows? No. Das ist übrigens ein ganz fesches Outfit, was Sie da anhaben. Also ich bin sehr trachtaffin. Normalerweise, jetzt bin ich in Turnschuhen unterwegs, jeden Tag so unterwegs. Wenn möglich. Ja, super. Okay, also unsere Zielgruppe schaut vielleicht auch in Trachtfernsehen. Sommersportarten? Nein, weniger. Also Skateboard fahren? Skateboard, na. Ist das nichts mehr für Sie? Das hätten wir nämlich im Programm. Oh mein Gott, dann muss ich sagen, die Oma, jetzt ist sie ausgeflippt. Die Urenkel, meine Güte. Ja, die können uns auch noch grüßen, wenn wir schon im Fernsehen sind. Dann sage ich schöne Grüße an die Kinder, an die Urenkel alle. Und damit zurück ins Studio. Ist doch schön, wenn die ganze Stadt einer Meinung ist und jetzt endlich die Show bekommt, die sie so dringend sich gewünscht hat, oder? Ja, wir machen gleich mal weiter. Wir haben ja, wie versprochen, ziemlich viele schöne Sachen für Sie in der Late Night vorbereitet. Hallo, Herr Kleinthaler? Genau, Kurt Kleinthaler. Sie können sich erinnern an mich. Ja, Sie sind der Postmann und Sie haben eine Pfeife mitgebracht, damit Sie endlich wissen, wann ich komme und Ihre Live-Sendung hier mal beenden können. Herr Kleinthaler, man kann eine Live-Sendung können wir doch nicht einfach so unterbrechen. Hat Ihnen das? Wie lange arbeiten Sie hier schon? Die letzten 7,5 Jahre war das mein Postbüro. Und seit 2-3 Monaten sitzen Sie hier und ich habe kein Postbüro mehr. Also reinkommen tue ich immer noch, wann ich will. Ich war hier früher der Chef. Ja, aber jetzt bin ich der Chef und das ist mein Schreibtisch und Sie sitzen auf dem Platz meines Gastes, der jetzt gleich kommt, den ich eigentlich anmoderieren wollte. Ja, das stimmt, aber ich bringe noch schnell die Post. Ich kann das nicht mehr rumschleppen. Wieso bringen Sie mir die Post ins Studio? Sie sollen die Post in mein Büro bringen. Hat Ihnen das... So, Fräulein Schütz, es ist nicht meine Aufgabe, dass ich hier so Versandhaussachen, so H&M und Kicker und Universal und was habe ich hier noch? Und warum? Mozartwoche, den Versand kenne ich gar nicht. Ja, lauter Werbebilder. Das sind meine privaten Sachen. Wieso lassen Sie Ihre Werbung bitte an die Senderadresse schicken? Ja, weil ich mir von der Werbung doch nicht meinen privaten Postkasten zumüllen lasse. Ja, wenn das ganze Team macht, dann kann ich ab morgen mit dem Rollwagen kommen. Ja, vielleicht wäre das sogar eine gute Idee. Dann wären Sie nämlich schneller und nicht in meiner Live-Sendung erst hier mit meiner Post. Die kommt doch in der Früh, die Post, nicht abends. Mensch. Was haben Sie noch? Geben Sie es mir. Nein, ganz im Gegenteil. Haben Sie das geöffnet?
Ja, natürlich habe ich das geöffnet, aber ich habe es wieder ordentlich zugeklebt. Bitte sehen Sie es auch. Oh Gott, Herr Kleinteiler, wie weit steht es mit unserem Postgeheimnis? Geschäftsführung. Ja, das nehme ich noch mit, das muss ich erst lesen. Und was? Meine Zeitung haben Sie auch gelesen, Herr Vogel. Genau, ich habe sozusagen schon vorgelesen, seien Sie dankbar. Sie sind mir sympathisch, ich habe vorgelesen. Und ich dachte mir, der Beitrag, der wäre wichtig für Sie. Warum? Da geht es um bunte Farben. Ja. Menschen, die sich immer so schwarz oder so dunkel kleiden wie Sie, das sind meistens sehr depressive Gemüter und die bräuchten zur Stimmungsaufhellung mehr so Orangetöne. Das würde mehr Stimmung hier ins Studio bringen. Erstens an Ihrer Kleidung, zweitens hier auch an den Studiowänden. Das hat die Regie so bestimmt und das ist, weil das ein Late-Night-Format ist. Herr Kleinteiler, wie lange arbeiten Sie hier? Haben Sie gesagt, 7 Jahre und Sie haben sich noch nie mit der Regie unterhalten? Sie sollten trotzdem mal probieren. Probieren Sie mal das aus. Moderieren Sie mal in einem orangen Jackett. Hm? Ja, und dann sind wir hier wieder wie vor 20 Jahren bei Tutti Frutti. Jetzt geben Sie mir die Zeit. Seien Sie nicht so aggressiv. Nein. Apropos aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Dieser Beitrag passt hier sehr gut für Sie. Man hat herausgefunden, pinke Zellen zur Beruhigung von Häftlingen. Vielleicht sollte man das Studio in Ihrem Fall eher pink färben. Bin ich ein Häftling oder was? Nein, aber Sie sind mir gegenüber immer so aggressiv. Ich bin doch nicht gegenüber Ihnen aggressiv, Herr Kleinteiler. Ich bitte Sie, aggressiv ist was ganz anderes. Nein, Sie sind aggressiv und überhaupt diese negative Haltung. Dafür mache ich mir so viel Gedanken. Ich habe eine ausgezeichnete Haltung, Herr Kleinteiler. Ich habe Ballett gemacht in meinen jungen Jahren. Ja. Dann, ja, wirklich. Nein, wirklich. Ja, irgendwie sieht man Ihnen eh noch an. Dann habe ich etwas mitgebracht für Sie. Und zwar hier. Gewinnen Sie, um 1000 Euro können Sie Ihr Traumoutfit und Ihr Beauty-Styling gewinnen mit Florian Wess. Machen Sie mit bei diesem Gewinnspiel ein Beauty-Styling im Wert von 1000 Euro mit einem Fachmann? Wollen Sie sagen, ich hätte ein Umstyling nötig? Das haben jetzt Sie gesagt. Aber das haben Sie mir hier so unterschwellig angejubelt. Und wenn Sie dann neu gestylt sind, kommen wir gleich zum nächsten Angebot. Sie können sich mit dieser Maschine hier eine Büste machen lassen. Oh, das habe ich schon mein ganzes Leben lang gebraucht. 20,99 Euro. Ja. Ja. Zuerst das Styling, dann die Büste machen lassen. Es gibt sogar Familienbüsten. Hier, 49,99. Wir könnten das ganze Team als Familie vorstellen und dann Familienbüsten machen lassen. Dann hätten Sie mich zum Beispiel immer in Ihrer Nähe. Oh, und das Büste, will ich auch unbedingt. Ich bin ja jetzt schon überfordert. Eine Büste von Kleintaler an Ihren Schreibtisch. Das würde ich mir wünschen. Das wäre ein Zeichen, dass Sie mir gegenüber nicht so negativ eingestellt sind, Frau Jenschitz. Ich bin Ihnen nicht negativ eingestellt, wenn Sie jetzt diese Post in mein Büro bringen, bitte schön. Dann soll ich das alles wieder raustragen? Ja, das ist doch Ihr Job. Sie wissen doch, wo mein Büro ist. Außerdem muss jetzt gleich hier der Interviewgast. Ausnahmsweise in Zukunft landet die Privatpost nämlich vor der Studiotür. Ja, lieber da als in der Sendung. Und wir machen jetzt weiter. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen, Herr Kleinteiler. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, dann machen wir jetzt weiter nach Vorschrift. Und zwar sehe ich hier, wir haben schon wieder geschaut, was auf Sie zukommt, beziehungsweise was in Salzburg und darüber hinaus gerade absolut angesagt ist. Und das ist das Bloggen in Salzburg. Ja, die Salzburger gehen online, sie teilen sich mit, sie erzählen über Trends, Essen, Festivals. Und eine von denen, die hat sich jetzt unsere Außenreporterin Katja Kokolores mal vorgenommen. Was Salzburg in der Bloggerszene so treibt, das sehen Sie jetzt. Ich stehe jetzt heute hier mit der Sonja von dem Blog Ginger in the Basement und sie hat eine neue Pop-Up-Boutique ins Leben gerufen, nämlich im Schweiger Deli, heute Eröffnung in der Itzlinger Hauptstraße in Salzburg. Hi Sonja, hallo. Erzähl mal mir vielleicht ein bisschen, wie kommst du dazu, die Initiative dazu, warum habt ihr das eröffnet? Also man muss sagen, als Blogger fühlt man sich immer so ein bisschen wie ein sozialer Dienstleister. Also man will was für die Gesellschaft, für die Community tun. Und wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, dieses junge, hippe und urbane Salzburg, das es irgendwo geben muss, da muss man sich mal auf die Suche machen. Und wenn man es nicht findet, muss man es irgendwie selber erfinden. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen jetzt einmal ein bisschen Leben in die junge Szene. Wir wollten ein bisschen weiter weg von den, ich sage jetzt mal, handgestrickten Topflappen. Und wir wollten wirklich mal was bieten, was da selbst gemacht ist, aber trotzdem cool ausschaut, sodass man es sich gern auch kauft. Okay, also seid ihr unterwegs quasi mit der Initiative Style für Salzburg und das Ganze auch noch fair? Ja, genau, das wird es eigentlich richtig treffen, ja.
Also du hast ja in einem Blog Ach du gute Güte, aber nicht nur Einrichtung und Salzburg-spezifisches, sondern du machst auch über andere Sachen. Erzähl mir da ein bisschen was drüber. Ja, das Themenspektrum ist eigentlich sehr vielfältig. Also das größte Stück an Inhalt, das ich eigentlich habe, ist Salzburg. Also da habe ich meine sogenannten Tour der Salzburg-Beiträge. Da mache ich praktisch fiktive Spaziergänge durch die Stadt zum gewissen Thema. Das können sein die schönsten Würstelstände der Stadt, das können sein die urigsten Wirtshäuser, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt immer ein Thema und dann so 5 bis 10 Stationen. Mache aber auch Veranstaltungstipps und alles mögliche andere, was in der Stadt passiert. Dann habe ich einen Designschwerpunkt, da ist noch immer ein bisschen Einrichtung, ich mache aber auch handgemachtes DIY. Ich koche auch, ich habe Food-Beiträge. Und teilweise mache ich ein bisschen faire Mode, allerdings ist das eher ganz ein kleiner Teil vom Blog. Salzburger jammern ja immer ein bisschen drüber, dass es in Salzburg so wenig für junge Leute gibt einerseits und andererseits, dass die Stadt so antiquiert und verstaubt und versnobbt ist und voller Touristen. Aber ich finde, es gibt sehr viele Sachen, die man entdecken kann, auch abseits des Mainstreams und des Touristenaufmarsches und so weiter. Das möchte ich sehr gerne darstellen. Und andererseits ist mir also wichtig, dass ich meine Reichweite auch für einen guten Zweck natürlich einsetze, wenn sie mir die Gelegenheit bietet. So schaut's also aus in Salzburgs Bloggerszene und wir haben sie gerade schon im Beitrag gesehen. Sie ist die jüngste Preisträgerin der Salzburger Bloggerszene. Die gute Güte alias die Caro sitzt jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen bei uns in der After Hour. Danke für die Einladung. Und natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich muss das gerade mal hier zeigen. Bitte gern. Du hast diesen Preis hier gewonnen. Du bist gleich den ersten Platz. Der Food Blog Award, den hast du gewonnen. Bist du ein Foodblog? Nein, du bist eigentlich viel gemischter drauf als nur Food. Genau, es ist eigentlich ein ziemlich gemischter Blog. Es geht eigentlich hauptsächlich um Salzburg, um die Stadt Salzburg und eben um das kulinarische Entdecken der Stadt Salzburg. Und für diese praktisch Beiträge zum Essen in Salzburg und zum Trinken und Kaffee trinken und so weiter in Salzburg habe ich quasi diesen Preis gewonnen. Das war so das, was du am Anfang gemacht hast, ja? Also du hast immer so Touren gemacht. Ja, du hast verschiedene Sachen ausprobiert, nicht unbedingt, was noch? Nein, also am Anfang war ich eigentlich ein Interior-Design-Blog. Du kommst eigentlich Genau, ich komme aus einer ganz anderen Ecke eigentlich und bin in eine neue Wohnung gezogen und habe mir gedacht, jetzt machen wir heute einen Interior-Design-Blog, weil das ließe ich so gerne und das kann ich doch vielleicht auch. Mhm. Und ich bin dann drauf gekommen, dass das gar nicht so einfach ist, in einer Wohnung, die erst frisch eingerichtet wird, da jede Woche 2, 3 Beiträge rauszuschießen, die wirklich auch was gleich schauen. Und irgendwann ist das Salzburg-Thema dazugekommen und ich habe gesehen, das geht eigentlich viel besser, das interessiert viel mehr Leute und seitdem mache ich hauptsächlich Salzburg. Ich habe dich nämlich damals wegen dieser Touren kennengelernt. Also ja? Ich bin auch noch nicht allzu lange in Salzburg. Du hast mir da sozusagen so ein bisschen die Lokalitäten dir gebracht, deine Touren, aber eigentlich von der Inneneinrichtung. Mhm. Und ist das sehr zeitaufwendig, wenn man alles dokumentiert und fotografiert und dann beschreibt. Kostet dich das viel Zeit? Das kostet schon sehr viel Zeit. Also Daumen mal Pi brauche ich in der Woche 20 bis 30 Stunden für das Ganze. Das ist ja fast Vollzeitarbeit. Es ist ein ziemlich intensiver Job, ja. Also ich arbeite mittlerweile nur mehr Teilzeit in meinem ursprünglichen Beruf und mache das jetzt als Nebenbeschäftigung quasi, den Blog. Und es ist wirklich extrem zeitaufwendig. Also man muss wirklich dahinter sein und das mögen, weil sonst macht man es nicht. Hegen und pflegen. Was hast du davor gemacht? Das klingt spannend, wenn man das so zurückschrauben kann. Von der Ausbildung her komme ich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der Kultur. Aber ich arbeite jetzt seit einiger Zeit schon im Bereich Marketing, Werbung und arbeite seit mehreren Jahren in einer Werbeagentur. Und da bin ich nach wie vor jetzt 20 Stunden angestellt. Mhm. Und den Rest verwendest du für deinen Blog, die gute Güte. Genau. Und bist fleißig unterwegs. Mhm. Und jetzt, also, es ist ja eine gute Bestätigung, so ein Preis. Die Leute scheinen das zu mögen, was du machst. Aber ich sag mal, vom Ruhm allein kann man nicht leben. Genau. Wie ist das? Willst du überhaupt vom Blog leben irgendwann? Es ist natürlich schon ein bisschen das Ziel, dass man irgendwann einmal das Hobby zum Beruf machen kann. Aber es ist immer eine schwierige Sache, wenn man sagt, man gibt jetzt Werbeplatzierungen auf dem Blog, weil natürlich die Leser das vor allem schätzen, dass das Ganze ein unabhängiges Medium ist, wo halt nicht unbedingt die absolute Werbemasche auf sie zukommt. Man muss es ja behutsam einbinden, aber ich habe da Partner, mit denen ich in dem Bereich sehr gut zusammenarbeiten kann und die mir auch das Leben sehr leicht machen mit dem Thema Finanzen. Kommt das von Anfang an? Kann man sich gleich so einen Partner holen oder ist das jetzt, weil du wirklich so bekannt bist in Salzburg und jetzt vielleicht sogar diesen Preis gewonnen hast? Ich glaube, der Preis ist nicht unbedingt ausschlaggebend, weil das ist eher in der Szene so ein bisschen die Bestätigung, dass man halt jetzt irgendwie sich etabliert hat. Man braucht natürlich ein gewisses Leserklientel, das ist ganz klar. Das funktioniert wie bei jedem anderen Medium, bei jeder Zeitung, bei jedem Fernsehsender, dass man einfach eine gewisse Reichweite braucht und die dann verkaufen kann.
Aber wie gesagt, du hast das Ziel vor Augen und sowas treibt dich ja auch nach vorne, oder? Du bist dann eingeladen worden auf diese Gala. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie hat das ausgesehen? Die Gala, die war sehr glamourös aufgezogen. Also ich habe es gar nicht so erwartet. Und es waren doch sehr viele Leute dort. Und es gibt ja mehrere Preisträger, nicht nur mich. Es gibt insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 Preisträgerinnen. Was sind das für Kategorien? Das geht vom besten Food Picture über das beste Rezept bis hin zum besten Blogdesign. Und meine Kategorie war kulinarische Events. Das heißt alles, was mit dem Essen, Gehen und Sachen erkunden zu tun hat und nicht mit dem selber Kochen. Okay, dann hast du sicher am meisten erlebt dafür, dass du diesen Preis gekriegt hast. Ich war zumindest am häufigsten essen, das kann ich bestätigen, ja. Okay, und Gala, ich stelle mir das jetzt so vor wie so ein Filmpreis. Roter Teppich, stimmt das? Hast du das gemacht? Roter Teppich, Champagner, auf die Bühne rufen, Umschlag, Preis überreichen und Applaus und... Toll, ich habe den falschen Beruf. Das gibt es auch im Fernsehen sicher auch. Ja, ja, und da reden wir ein anderes Mal drüber, weil ich will ja dich jetzt ausfragen über deine Gala. Ist das der einzige Preis, den man in der Richtung gewinnen kann? Nein, es gibt diverse Preise. Also es gibt in Österreich zum Beispiel einen großen Foodblog Award. Es ist der deutsche Foodblog Award, den ich lustigerweise gewonnen habe. Ach, das ist der deutsche? Das ist der deutsche, ja. Siehst du, genau. So arm sieht es um meine Landesgenossen aus. Die können nichts und du räumst das Feld auf. Ja, es gibt extrem starke Konkurrenz in dem Feld, also das braucht man jetzt nicht zu behaupten. Und es gibt im Bereich Fashion, Beauty-Blogger natürlich jede Menge Preise und Auszeichnungen, aber im Food-Bereich gibt es eben die 2. Das ist nämlich, was sich, glaube ich, die meisten Leute darunter vorstellen unter diesem Bloggerleben, das ist tatsächlich die Mode. Mhm. Und dann erinnere ich mich, dass ich da in diesen unzähligen Frauenzeitschriften immer lese, die bekommen alles nach Hause geschickt, ich bin Fashion-Bloggerin und dann habe ich die Kollektion von Chanel zu Hause. Hast du das Menü von, was weiß ich, zu Hause? Oder? Ja, ich mache nicht nur Food und Essen, sondern ich mache auch ein bisschen Fashion und ich mache auch Design, ich mache DIY und alle möglichen anderen Sachen. Also du willst eigentlich die Chanel-Taschen irgendwann? Nein, die Chanel-Taschen will ich eben nicht, ich mache nämlich faire Mode auf meinem Blog. So. Und die Chanel-Taschen sind jetzt nicht extrem fair hergestellt und von dem her, sehe ich ein bisschen davon ab. Aber man kriegt schon ziemlich viele Dinge vor die Haustür geliefert, das muss ich bestätigen, ja klar. Weil natürlich viele Firmen es erkannt haben, dass man als Blogger eine gewisse Masse an Leuten erreicht und die auch beeinflussen kann, wenn man das möchte. Und dementsprechend wird immer wieder versucht, dass man halt irgendwem Produkte zukommen lässt und mit der Hoffnung, dass dann das Ganze im Blog irgendwie erscheint. Und es trifft mich auch, also müssen es eher die Küchengeräte, die mir vor die Tür gestellt werden. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja. Und du behandelst dann demnach Themen, die dich interessieren, oder schaust du schon auch auf deine Leser, sage ich jetzt mal? Ich orientiere mich eigentlich sehr stark an meinen Lesern. Also ich frage immer wieder nach, was möchtet ihr gern haben, was interessiert euch? Oder lasse entscheiden zwischen 2, 3, 4 verschiedenen Sachen, was jetzt als nächster kommen soll. Und natürlich ist es sehr stark davon geprägt, was mir gefällt und was mir am Herzen liegt, auch von den Themen her, die ich behandle. Aber es gibt da ziemlich viel Leserfeedback und das arbeite ich ein. Ja, schön. Also wenn man was auf dem Herzen hat oder sich was wünscht, dann kann man dir das auch schreiben. Absolut, ja. Natürlich. Wir finden dich jetzt auf deinem Blog, Die Gute Güte. Genau. Wo kann man dich noch lesen, sehen, finden? Auf diversen Social-Media-Kanälen, angefangen von Instagram über Snapchat bis hin zu Facebook. Also Facebook ist bei mir so der Hauptkanal, wo man mich sehr gut erreichen kann. Ja, und per E-Mail natürlich. Super, also ich hoffe, wir hören noch mehr von dir. Ich hoffe, du machst auch viele so tolle Touren, natürlich nicht nur, aber auch. Und wir haben es gehört, wenn ihr da draußen noch Wünsche habt, dann dürft ihr die jederzeit äußern und der Caro alias Die Gute Güte schicken. Ich sage vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, ich kann dich das nächste Mal mit so einem neuen Preis hier begrüßen. Das hoffen wir alle. Danke dir. Danke. Jetzt, liebes Publikum, kommen wir an die Stelle, wo es laut wird in der After Hour, denn zum Schluss wollen wir Sie immer ein bisschen musikalisch verwöhnen. Dafür lade ich mir Leute ins Studio ein, die sich hier in der Szene verdient gemacht haben oder auch ganz woanders herkommen. Heute habe ich mir aber jemanden geholt, der hier in Salzburg bekannt ist, und das ist Chris May. Hallo Chris. Hallo. Schön, dass du da bist und deine Gitarre mitgebracht hast. So ist es. So kennt man dich hier. So kennt man dich hier in Salzburg. Du bist hier auch viel auf den Bühnen unterwegs. Ja, es geht. Zuletzt Take the A-Train am Bahnhof? Exakt, genau. Da war ich mit einer Akrobatikgruppe am Weg. Mit einer Akrobatik? Ja, genau. Das ist ein Projekt, das mache ich mit 2 Akrobaten zusammen und einem Trommler von der Elfenbeinküste. Und sie machen eine akrobatische Choreografie und wir machen die musikalische Untermalung. Also normalerweise, denke ich, bei Musikern, da holt man sich noch Bandmitglieder, du holst die Akrobaten. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das war eher so, dass sie mich geholt haben. Ach, die haben dich geholt. Genau. Genau. Und wie habt ihr dann angefangen? Wir haben einfach eine Choreografie einstudiert, beziehungsweise die Akrobaten und der Trommler und ich, wir haben halt geschaut,
was wir improvisationstechnisch alles rausholen können. Wir haben dann eine Szene drinnen, zum Beispiel, wo die Akrobatin, die gleichzeitig auch eine Querflöterin ist, wo sie unter der Akrobatik mit der Querflöte spielt und wir uns alle bewegen und dann musizieren zum Beispiel. Okay. Und das sieht man so eigentlich nirgends und das ist eigentlich bis jetzt immer ganz gut angekommen. Also ist so ein Nebenprojekt von uns. Ist ein Nebenprojekt. Ich wollte gerade fragen, was machst du, wenn nicht Leute mit dir auf der Bühne touren? Also ich bin viel in der Natur unterwegs, bin viel Snowboarden und gehe natürlich auch arbeiten. Ja. Arbeiten da auch. Genau. Hat mit Musik zu tun? Exakt, ja. Ich bin Gitarrenverkäufer und arbeite im Musikgeschäft in Freilassing. Ja, super. Also du hast Musik zu deinem Leben gemacht. Zu meinem Leben gemacht, genau. Ja. Ja, und hast trotzdem noch Zeit zu snowboarden. Das ist eine feine Sache. Du wirst ein Debütalbum in unmittelbarer Zeit rausbringen. Genau, ja. An dem arbeite ich eh schon länger jetzt, ungefähr ein gutes Jahr, würde ich sagen. Habe jetzt gebraucht fürs Recording, natürlich mit Unterbrechungen und Pausen, aber 1. Dezember ist spruchreif, dann ist die Pressung fertig und ich freue mich schon, wenn es heraus ist. Toll, was kann man da drauf hören? Eigene Songs, also meine eigenen komponierten Songs. Ich habe verschiedenste Gastmusiker, die mir geholfen haben, ein paar Sachen zum Einspielen, sprich dort und da ein paar Solos. Es wird grundsätzlich ein Singer-Songwriter-Album. Mit Hauptfokus auf Gitarre und Stimme. Jetzt hast du mir Gott sei Dank die schlimme Frage vorweggenommen nach dem Genre, das wollen alle immer wissen. Genau, ja. Genremäßig, ja, Blues, Folk, Country, Bluegrass, Singer-Songwriter-mäßig halt, genau. Das klingt sehr interessant. Und dein Album ist dann eine Mischung aus all dem, oder? Kann man sagen, ja. Also die einzelnen Tracks sind halt, zum Beispiel, es gibt Tracks, die ich habe, die sind halt eher folklastig. Ich habe reine Blues-Tracks. Dann habe ich wieder Songs geschrieben, die ein bisschen mehr in die Pop-Balladen-Richtung gängern. Also auch total breit. Ja, was hast du mir heute mitgebracht? Heute habe ich da mitgenommen den Song Follow Your Dreams, eben vom neuen Album. Way Beyond heißt das Album. Und ist ein Folk-Tune. Genau. Na dann spiel doch mal, was uns da ab 1. Dezember erwartet. Chris May. Oh,
lifts us up from dark moments of the night. Cause all you need is that what you see is the way beyond your dreams. Yeah, follow your dreams, just make it right and hold them tight. Just keep your dreams alive, let them go. Klingt gut, geht ins Blut. Oder besser gesagt in den Fuß. Ich muss jetzt die ganze Zeit mit. Also mich hast du. Ich freue mich auf dein neues Album. 1. Dezember ich mich hast auch. Du gesagt. Ja, und ich würde dich gleich um noch eine Nummer bitten. Genau, also, ja. Das klingt toll. Du sollst dir hier gut. Den Leuten auch schon richtig schmackhaft machen, genau. Was da auf sie zukommt. Du, ich sage dir schon mal vielen Dank fürs Kommen. Danke für hat die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und während du umstimmst, sage ich Ihnen da draußen noch, wie es hier weitergeht in Zukunft mit der After Hour. Das war nämlich natürlich nicht die letzte Folge. Wir wollen in Zukunft den Abend versüßen oder besser gesagt die Nacht, denn es ist ja immerhin eine Late-Night-Show. Wir werden weiterhin tolle Umfragen bringen, lustige Berichte. Ich werde mir auch den ein oder anderen Lokalmatador ins Studio holen und ich lasse mich auch gerne überraschen. Ja, und dann sind wir in Zukunft hier immer auf FS1 um 22.15 Uhr oder auch an einer anderen Uhrzeit platziert, denn das Schöne ist ja, Sie können uns die ganze Woche anschauen, ja? Wir laufen jetzt jeden Tag, wir sind im Loop und das heißt, wenn man mal den ersten Ausstrahlungstermin verpasst hat, dann kann man immer noch den nächsten anschauen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich übergebe dann auch gleich rüber an den Chris, der noch fleißig am Stimmen ist, aber wollen ja hier optimal vorbereitet sein. Trying to get over you, but I.